Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ja, jetzt geht es weiter. Der Trupp ist zurückgekehrt, jetzt können wir endlich mal ein paar mehr Klingen in unser Team nehmen. Als Klingenpartner möchte ich, wie gesagt, noch Perun und Vale mit reinnehmen. Vale vor allem, weil ich mir schon seit ich weiß, dass es dieses Element gibt, eine... Wow, ich werde angerufen. So, wieder da. Jetzt geht's weiter. So, wir haben genau diese Leute ins Team genommen. Nia braucht keine weiteren Leute, weil wir keine... Also, wenn wir Heiler... Oh, seine Rolle ist heilen. Ich will aber... Echt, ich will in keinem Team solche regulären Klingen haben. Und er kann keine anderen Klingen benutzen. Also, man kann sie auch nicht auf ihn transferieren. Er kann auch mit keinen Kernkristallen resonieren. Er hat nur Poppy. Das ist nicht weiter schlimm, aber trotzdem. So. Jetzt wechseln wir auch gleich mal... Ich möchte nämlich erstmal kurz noch was überprüfen, bevor ich auf Vale wechsle. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, ich will auf Vale wechseln. Hier ist es nämlich. Erweise den Stadtbewohnern gute Dienste. Das bedeutet wahrscheinlich, wir müssen Quests abschließen. Und deswegen steigt Perun einfach keinen Harmoniering weiter auf. Wir können jetzt aber eigentlich erstmal... Ah, ich würde schon ganz gern mal noch darunter. Bin ich denn nur auf diese Wurzel gekommen? Bin ich nicht einfach runtergesprungen? Nee, das ist nicht die Wurzel. Doch, das ist die Wurzel. Oh Mann. Also einfach runterspringen funktioniert nicht. Jutta. Jutta. Da. Vielleicht sehe ich was. Was ist denn jetzt passiert? Da. Aha. Gut, dann suchen wir mal... Machen wir was anderes. Ich glaube, ich müsste irgendeine Quest noch haben, die ich abschließen kann. Auf in die Lüfte. Genau, das hier wollte ich noch machen. Dazu müssen wir zur Argentum AK. Genau, richtig. Schön ausgewählt. Da wollte nämlich irgendeiner von uns einen Anhänger haben, der ihm ins Wolkenmeer gefallen ist. Den habe ich jetzt schon geborgen. Ging dann doch schneller, als ich dachte. Und dann können wir ihm den gleich mal zurückbringen. Hä? Bitte. Ach so, ja, doch. Jetzt, ich habe, ja. Ich hatte gerade ein wenig die... Wie hieß es? Oh, ich... kompletten Blackout gerade. Nicht Kontrolle. Ich meine nicht Kontrolle. Hier, bitte. Jetzt... Oh, was ist denn nur los? Ich habe vergessen vorzulesen. Alles. Oh, so. Nochmal kurz... runterfahren. So, jetzt geht's weiter. Noch nicht gegessen. Also zumindest Hälfte noch da. Nu, Freund hat Anhänger zurückgebracht. Danke, Pon. Jetzt ist Andenken an Marapon wieder um Hals von Limuli. Alles erledigt, würde ich sagen. Nu, wegen Anhänger hat Limuli fast wieder Ablösung von Gigi bei Wachdienst vergessen. Muss schnell zu Gigi. GGB. Auf wieder, Pon. Mission aktualisiert. Ach, die läuft noch. Ich dachte eigentlich, ich hätte sie abgeschlossen. Dann könnte ich nämlich gleich mal gucken, ob es wirklich gilt als Quest. Also, ob es wirklich Quests sind, die ich abschließen muss. Kann ja auch irgendwas anderes sein. Das ist aber schon mal gut, dass wir jetzt mit Noppon reden, denn dadurch steigt auch das Noppon-Wissen von Poppy langsam. Oho, vielen Dank. Limuni hat endlich GGB Wachdienst abgelöst. Dieses GGB, das ist ein Scheißwort, ich kann es kaum aussprechen. Hehe, nicht schlecht, was? Limuni hat bisherigen Verspätungsrekord von 7691 Sekunden gebrochen. Ist jetzt tausendstes Mal passiert. Deshalb wollte GGB 3 Tage und 3 Nächte Standpredigt halten. Aber Limuni bringt halbes Mondponteilchen mit. Lecki schmecki, deshalb verzeiht Gigibi. Puh, geschafft, meine Herren, das war mehr Arbeit als ich dachte. Gigibi hat schließlich kein Monster, so gütig wie Wolkenmeer tief ist. Gähn, Essen von Mondponteilchen macht Gigibi müde. Hier ist Belohnung von gütigen Gigibi. Los nehmen, danke. Falls Freund verdächtige Vorgänge auf Goldmund sieht, bitte sofort Gigibi oder Limuli Bescheid sagen.
Wir haben die Quest endlich abgeschlossen. Und jetzt gucke ich mal, ob das gilt. Nein, ich weiß nicht, was sie mit Stadtbewohnern meinen. Keine Ahnung. Gut, dann hat sich das erledigt. Wir können unsere Hauptquest weitermachen. Schnellreise nach Mor Adain. Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Ich reise jetzt erstmal hier hin. Wir gucken mal, wo wir hinlaufen müssen. Erweise den Stadtbewohnern gute Dienste. Welchen Stadtbewohnern? Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Naja, wird sich schon noch im Laufe der Zeit aufklären. So, jetzt nehmen wir mal wirklich Vale. Ich habe noch nicht mit ihr gekämpft, wirklich überhaupt noch nicht. Ich möchte unbedingt wissen, was sie für Attacken drauf hat und alles. Ach nee, wir müssen jetzt wieder mit dem... Genau. Ich finde das so scheiße, dass es immer noch Mui Mui gibt hier. Ziel von Fracht rausgefunden. Die Fässer werden also zu einer Anlage in der Brustgegend des Titanen von Mor Adain geliefert. Ja, die Beobachter berichten, dass irgendwann einige Noppern auftauchten und sie dorthin brachten. Das sollten wir wohl dem Flammenbringer melden. Ich glaube auch. Die Palastwachen sollten uns ja zu Morak vorlassen, korrekt? So war's abgemacht. Na, hoffentlich werden wir stattdessen nicht wieder umzingelt und angegriffen. Hahaha. Moment, eigentlich ist das gar nicht witzig. Okay, der war nicht schlecht. Das ist ja gar nicht witzig. Wo ist Layla? Den Weg dahin können wir ja eigentlich noch kurz eine Quest abschließen. Und zwar habe ich irgendwelche weiße Fühler gesammelt von irgendwelchen Viechern in irgendeinem Kanalrohr. Und die müssen wir irgendwie zurückbringen. Und das war, glaube ich, dort auch in der Nähe. Ja, das muss... Ja, wir müssen quasi in dieselbe Richtung. Das ist gut. Da können wir gleich noch eine Quest abschließen. Im Palast waren wir auch noch nicht. Das wird jetzt echt cool. Bin mal gespannt, ob wir gleich den Kaiser treffen oder nicht. Oder den Herrscher. Ich weiß nicht genau, ob es ein Kaiser war. Aber auf jeden Fall war er sehr wichtig. Joblin! Oh, Kaiser, ich mache deine Stufe 2. Hier für dich. Ach genau, apropos, ich hatte irgendwann mal Stufe 1 erreicht, als ich ins Wolkenmeer gesprungen bin und fast einmal komplett um den Titan rumgeschwommen bin. Irgendwie kam da Stufe 1 plötzlich. Oha, sehen meine trüben Augen da etwa einen weißen Fühler? 3 Stück sogar, ausgezeichnet. Sagt bloß, ihr habt meinen Zettel gelesen. Ja, ein Glück, dann hat ihn also doch noch jemand gesehen. Ich beschäftige mich aktuell mit der Erforschung der adainischen Fauna, müsst ihr wissen. Du siehst nicht wirklich wie ein Wissenschaftler aus. Dazu ist allerdings auch immer mal wieder vor Ort Arbeit nötig. Leider verfüge ich weder über die Zeit noch über den nötigen Muskelschmalz, um zur Wärmerohrgabelung zu gehen. Da aber die adainische Fauna recht reichhaltig ist, haben die Negra-Fleder sowieso eine etwas niedrigere Priorität. Doch dank der Fühler, die ihr mitgebracht habt, kann ich zumindest einen grundlegenden Bericht verfassen. Mit diesen Informationen sollte der Kampf gegen die Viecher einfacher werden. Die adainische Armee wird also auf jeden Fall davon profitieren. Ach, so ist das. Nun, ich sollte mich jetzt lieber mal an meinen Bericht setzen. Oh, und hier habt ihr eure Belohnung. Ich bin wirklich froh, dass ihr euch um mein Anliegen gekümmert habt. Danke. Wieder eine Quest abgeschlossen. Und was gibt's als Belohnung? Gar nichts. Na gut. Eigentlich ganz coole IP. Und einen neuen Auftrag. Und noch einen neuen Auftrag. Zutritt zum Palast von Hardaik ist nur autorisierten Personal gestattet. Schert euch weg. Roger. Hä?
ist nur... Hä? Schert euch weg. Und Nia vor allem so, Roger. Hallo, wie kann ich euch weiterhelfen? Tora erklärt, also... Verstehe, nun, wir haben bereits Meldung von Sonderkommissarin Morag erhalten, aber gerade schickt er uns weg. Was ist denn nun los? Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr etwas über die künstliche Klinge in Erfahrung bringen konntet? Ja. Dann solltet die Kommissarin schnellstmöglich davon erfahren. Wartet hier. So, ka. Tashika ni sono basho ni wa 30 年前に廃棄された工場跡がある。じゃあ、ビンゴってやつ？行って確認してみないことにはわからんがな。行ってこようか。君たちが？無茶はしない。危なそうなら引き返す。ってのでどう？実のところ、すぐには軍を動かせない事情もある。頼めるか？もちろん。こちらでもある情報をつかんだ。今回の一件。ノポンの政商が絡んでいるという噂がある。ノポンの政商っていうと、バーン会長？今、金の流れを洗っている最中だ。何か分かれば知らせよ。忙しそうだね。まあな、軍を動かせるようになったら私も後を追おう。わかった。Ich glaube, die ganze Angelegenheit ist etwas größer, als ich bisher gedacht habe. Aber dass es jetzt erst langsam mal Klick macht, dass es jetzt erst nach einer ganzen Weile bei Rex Klick macht, das ist schon beeindruckend. Dass es Bana war, war eigentlich die ganze Zeit klar. Na gut, ist egal. Da vorne ist eine Quest, die nehmen wir noch schnell an. Wie weit ist die weg? 15, 9, 8, 5, 4. Hä? Moment mal. Ach, da. Wie gesagt, dieser Kompass da oben. Poppy, Abhörmodus aktivieren. Aber Meisterpon, Abhörmodus ist illegal. Wenn Meisterpon Informationen will, kann Poppy einfach höflich fragen. Oh, hallo, ihr wollt plaudern? Na dann, habt ihr schon das Neueste gehört? Die kaiserliche Armee hat wohl einen Spion geschnappt, der streng geheime Dokumente gestohlen haben soll. Doch von den Dokumenten keine Spur. Was glaubt ihr, wo er sie wohl versteckt hat? In seinem Popo. Vielleicht hat er sie vergraben. Bestimmt hat er sie verschluckt. Vielleicht im Wolkenmeer. Also verschluckt vermutlich nicht. Vergraben. Möb, falsch. Wäre aber im Nachhinein die wünschenswertere Alternative gewesen. Vor lauter Eile hat sie der Spion in eine Metallkiste gepackt und diese an ein Monster verfüttert. Also wäre egal, was ich gesagt habe, es wäre alles falsch gewesen. Ja, da staunt ihr, was? Hui, nicht schlecht. Und das Monster war, haltet euch fest, ein Negrum. What? Die Viecher sind winzig klein. Ein Necromyk, wow. Übelst gefährlich. Ach so, es geht um die Menge. Ihr wisst ja, wie viele von denen hier in Moradain in der Luft herumschwirren. Der Necromyk mit den Dokumenten hat sich mit einem Schwarm vermischt, unmöglich die auseinanderzuhalten. Auf seinen Kopf wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt, aber da diese Biester ziemlich gefährlich sind, ja, die sind mordsgefährlich. Mit einer elektrischen Fliegenklatsche, das wäre kein Problem, aber die sind gefährlich. Nun, ihr könnt euch sicher denken, dass sich kaum jemand um so einen gefährlichen Auftrag reißt. Nun, Tora versteht. Aber wenn ihr wirklich scharf darauf seid, bin ich der Letzte, der euch davon abhalten wird. Besiegt die Necromyks und findet die Dokumente. Bringt sie anschließend zum Soldaten am Tor des Palastes von Hardike, um eure Belohnung zu erhalten. Großes Danke, Pon. Ach übrigens, wer etwas Geduld lässt sich vielleicht herausfinden, welcher Necromyk die Dokumente in sich trägt. Wer so eine schwere Metallkiste in seinem Bauch trägt, hat garantiert eine verdammt miese Laune. Um das festzustellen, werdet ihr die Viecher aber erstmal eine ganze Weile beobachten müssen. Gibt's da einen Auftrag? Nicht unbedingt als aktive... Ja. Cool. Haufen neue Aufträge sind jetzt in Moradain aufgetaucht. Und auch schon Stufe 2. Das heißt, wir können... Jetzt muss ich mal gucken, wie viel jetzt ein Gold... Goldzylinder, genau, Goldzylinder hießen die Kosten. Und noch 8000, da können wir uns eigentlich fast mal einen von leisten, wenn es nicht immer noch so verdammt teuer wäre. So, wir müssen eine ganze Weile laufen, 700 Meter noch. Oh.
Ah, cool. Jetzt müsste... Genau, das habe ich nämlich schon... Haha. Hier in der Nähe vom Dock war nämlich ein Tor. Und das ist jetzt hoffentlich offen. Sonst weiß ich nämlich nicht, wie ich da langkomme. Sieht aber noch zu aus. Ah. Wie geht's dann weiter? Ich komme nicht rum. Hä, wie mache ich denn das jetzt? Ne, ich geht nicht. Oh, das ist natürlich merkwürdig. Den Weg bin ich übrigens lang geschwommen. Ich bin da runter und dann einfach an der Seite lang und da hat dann irgendwie Moradain Entwicklungsstufe 1 erreicht. Ja, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich weiß nicht wirklich. Ich reise jetzt einfach mal dahin und guck mich mal ein bisschen um. Übrigens ist da ein Harmoniegespräch, was wir vielleicht, wenn wir es finden, da ist es, gleich machen können. Oh, verdammt, ich wollte eigentlich jetzt... Na gut, mach mal den schnell, komm. Da können wir gleich mal gucken, was Vale so alles kann. Schwanken, Seitenangriff, Wut runter, hohe KP, Zusatz... Oh, was hohe KP? Ah, Zusatzschaden halt. Ich muss erstmal ihre Waffe dann verbessern. Beim Seitenangriff gibt es hier Schwanken, das ist ziemlich cool, aber wir haben schon Mia, die Schwanken macht. Ich würde gerne lieber mal Schleudern haben. Und da haben wir nur Rock und ihr wisst, dass ich Rock jetzt nicht so sonderlich toll finde. Der Hochtief dauert aber auch ewig, bis der aufgeladen ist. So, und umwerfen. So, jetzt. Schleudern, gerade Schleudern? Boah, jetzt gibt's noch schwarze Abgrund. Cool. Und da gibt's auch dunkel Licht. Mitra. Probieren wir es doch mal, von dunkel auf Licht zu wechseln, aber das Vieh rennt mir gerade weg. Und ich brauche immerhin sogar eine Stufe 2 Technik. Das schafft man niemals. Ja, das war's schon. Weil das Vieh natürlich unbedingt wegrennen müsste. Wer zur Hölle... Ach, das Vieh hat sich gerade selber geschleudert. Deswegen. Und zwar Zufall. Stimmt, die Viecher können sich auch selber in solche Effekte für ihre Attacken selbst kurz solche Effekte aufhalten. Gab's auch schon Umwerfen und sowas. Können die alle machen. Schwanken vielleicht nicht. Schwanken habe ich noch nicht gesehen. Ach, na komm, lass mal das Harmoniegespräch mal kurz noch ein bisschen sein. Ich möchte jetzt lieber wissen, wie ich da hinkomme. Hier bin ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht lang gegangen. Boah, es ist... Na, scheiß drauf. Da habe ich jetzt gerade einfach keinen Bock drauf. Nee, Moment mal, jetzt sind wir wieder... Jetzt laufen wir gerade wieder in die richtige Richtung. Ich wollte eigentlich woanders lang, nämlich da... Ja, da vorne ging es doch... Ach, falsche Richtung gewählt. Der Karte nach geht's da irgendwo lang. Hier war... Oh, ein Schatz. Vielleicht komme ich hier irgendwie runter.
Ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht völlig falsch. Oh! Wichtiges Item erhalten, Nopper und Dublone. Okay. Irgendwie, also einfach springen wird nichts, das überlebe ich nicht. Aber hier fünf Treppen nach unten. Ach du meine Fresse. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh Gott, ich werde so sterben. Ich bin so tot, ich bin so tot. Oh, ich bin so tot. Bitte, lass ab von mir. Da vorne geht's nicht weiter. Letzter Ausweg. Suicide. Lieber wähle ich den Freitod, als mich von dir fressen zu lassen. Ah, hier, cool. Hey, Weg gefunden. Einfach nur runtergestürzt und wir spawnen am richtigen Ort. Also dem Vieh näher ich mich dann lieber nicht nochmal. Ich habe es beim ersten Mal gar nicht gesehen, aber hier sind noch ein paar Sammelpunkte, die ich schnell abgrasen möchte. Ich bin echt am richtigen Weg vorbeigelaufen. Ich fasse es gerade nicht. Ich bin manchmal wirklich einfach zu vernagelt. Silberohrringe, wir haben ein bisschen Gold. So, war hier vorne noch ein Sammelpunkt. Oh, wie hier der Wind weht. Ich bin auch gerade wirklich ziemlich von der Story angetan. Ich will unbedingt wissen, wann wir endlich rausfinden, dass dieser Mui Mui der Böse ist und was das jetzt mit Bana noch alles zu tun hat und oh. Die Storys von Xenoblade sind immer ziemlich gut. Von jedem Xenoblade bisher waren sie ziemlich gut. Auch wenn ich fand, dass die Story von Xenoblade Chronicles X fast ein bisschen kurz ausfiel im Vergleich zum Vorgänger. Und ich glaube, auch die von Xenoblade Chronicles 2 wird ein ganzes Stück gehen. Aber trotzdem ziemlich cool. Auch wenn immer noch ein paar Fragen ungeklärt sind, zum Beispiel wer der eine ist und was nun aus Lao geworden ist. Es nervt mich immer, wenn so ein paar Fragen offen bleiben und wahrscheinlich auch niemals dafür eine Lösung parat gehalten wird. Oh, sollte ich die öffnen? Oh, das Ei greift mich an. Himmel, wie gefährlich. Das kann mich bestimmt ganz schön weit verfolgen. Es ist schließlich ein Ei. Was ist denn das? Da greift mich ein Ei an. Oh, ein Kettensplitter. Gleich mal gucken, was der bringt. Boah, 235 Eisensplitter bringt ganz schön was. Naja. Oh, das ist doch... Erhöht auch das Glück. Oh, die Magnetsplitter sind so krass. Ich weiß nur leider überhaupt nicht mehr, wo ich die herbekommen habe. 213. So ein Kettensplitter macht 235. Er geht Kritrate aber auch um 1 runter. 166 würde doch aber eigentlich auch erstmal reichen. Ist immer noch besser als 16. Nitro hat 393, gut, das ist auch anders. Und Dromart hat 115, Nia und Poppy hat 319. Okay, gucken wir uns hier weiter um. Ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein. Ich muss halt einfach nur nach unten kommen. Oh, ach du meine Fresse, Stufe 80. Na komm, das bringt nichts mehr. Mach mich platt. Da hätte ich absolut nichts machen können, das war... Ich muss wieder hier unten starten.
Ich lasse jetzt mal den Sammelpunkt da hinten Sammelpunkt sein. Ja, ich weiß, es tut mir auch leid und im Herzen weh, dass ich den Sammelpunkt nicht mitnehme. Aber ich möchte doch ganz gerne mal unten ankommen. Wenn ich die Tür jetzt schon aufgemacht habe, gehen wir auch durch die Tür durch. So, du bist jetzt ein Opfer. Ist doch cool, dass es jetzt endlich mal komplett egal ist, wo ich stehe. Da werde ich von hinten nicht immer... Die Viecher können ja rumstinken. Ich habe doch hohe KP, warum habe ich nicht den Schaden bekommen? Doch, jetzt habe ich... Ich krieg mal rüber in einem Anschluss. Ich würde sagen, Gravitation. Oh, ich stinke schon wieder. Wir stinken. Warum rennt das Vieh weg? Hä? Klar, warum nicht? Komm einfach einen Haufen Viecher plötzlich an. Wisst ihr, was wir da machen? Wenn das Vieh wegrennen kann, können wir das auch. So, das finde ich so scheiße, wenn die Viecher wegrennen. So, hier brauchen wir bestimmt wieder irgendwas Besonderes. Von der anderen Seite abgeschlossen. Sieht doch nicht so aus, als kommen wir da einfach rein. Auch abgeschlossen. Ha. Frag mich echt, wo ich hier reingeraten bin. Das ist alles schon wieder ein bisschen größer, als ich dachte. Das ist offen. Das wird uns gleich angreifen. Wer hätte es gedacht? Ein Röhrenfleder, wow. Oh, mehr als einer, merke ich gerade. Ich könnte mal Mitra gebrauchen. Wieder kein Bonusschaden. Anscheinend wirklich nur, wenn wir einen Anschluss machen. Verdammt, schon wieder kein Anschluss. Jetzt muss ich mich erst wieder an die neuen Angriffsdinger gewöhnen. Das ist einer. Und dann kommt die Gravitation. Ja, aber leider auf nichts. Doch, es hat den Fleder getroffen. Ja, doch. Der eine war ja gerade plötzlich besiegt. Umwerfen. Muss man gerade jetzt hier wechseln? Oh, sie hat auch eine Lanze. Wie cool ist das denn? Sie hat genau die gleichen Fähigkeiten. Okay, da muss ich mir vielleicht noch was anderes überlegen. Jetzt von Eisstaub können wir direkt auf Kälteeinbruch wechseln. Und dann fehlt mir aber wieder Luft. Ich muss es halt wirklich mal ein bisschen rumprobieren mit neuen Klingen und alles sowas. So, was haben wir hier? Pflanzenkunde in so einem Metallcontainer, auch logisch. Oh, der hat mich gesehen. Ach du meine Güte. Oh, und der rennt uns hinterher.
Der Inquisitor, Hilfe! Ich mag die Kirche nicht und schon gar nicht die Inquisition. Hilfe! Was? Ja, laufen wir doch noch ein bisschen weiter hinterher. Ach, das ist doch scheiße hier. So, das nächste Mal werden wir dann wirklich gegen den kämpfen. Das war jetzt halt schon wieder total dumm einfach nur. Wir sind nicht wirklich weitergekommen als bis hierhin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein.